Beim Rüstungsschmied. Auch wieder nix. Hey. Die haben ja allmählich gar nichts mehr für mich. Die Buben. Ich dachte, irgendwas finden wir da noch. So. Samson ist auch nicht da. Da hinten haben wir noch eine Kiste. Und dann vorne hin zu den gemeinen Händlern. Bin gespannt, welche drei Organisationen sich diesmal wieder in Kirkwall niedergelassen haben. Wobei sie mitbekommen hätten müssen, dass wir jede einzelne Alles dieser hier wurde irgendwann irgendjemandem gestohlen. Fraktionen immer und immer wieder platt machen. Ein Kunari-Schwert. Hooray! Obwohl, warte mal, dem sind ne Klingen. Das sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Heftige Eliminierung. Ja, gut, kann ich mir jetzt nicht sonderlich so leisten. Beziehungsweise weiß ich auch nicht, ob Isabella gerade tragen kann. 35. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Gürtel der stummen Schwestern. Nicht mal so verkehrt. Eieiei, keiner hat mehr was für uns. Ist doch nicht wahr. Also allmählich wundere ich mich. Im zweiten Teil konnte man auch schön Ausrüstung Das kaufen. Los der Forellner hier hat sich seit eurem Aufstieg verbessert, Champion. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr etwas in meinem Geschäft kaufen würdet. Na, Das das ist doch Los der schön. Forellner hier hat sich seit eurem Aufstieg verbessert, Champion. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr etwas in meinem Geschäft kaufen würdet. Dann zeig mal her. Langbogen, Schwert, Schild. Nur leider hast du nichts, was ich gerne hätte. Schwere Stiefel. Einfach nichts dabei bei den lieben Leuten. Nun denn, Tränke bestellen bei Lady Elegant. Es ist stets ein Vergnügen, dem Champion von Kirkwall zu begegnen. Lasst es mich bitte wissen, falls ihr irgendetwas brauchen solltet. Roger that. Und damit haben wir die Gebiete durch. Dann fangen wir mal an, in der Dunkelheit die Oberstadt zu terrorisieren. Ich weiß, es ist momentan ein bisschen lahm, das Ganze schon zum dritten Mal zu machen. Missfällt mir ehrlich gesagt auch ein bisschen. Aber da kommen wir wohl schlecht drum rum. Wenn wir zumindest alles abhaken wollen. Vielleicht wäre es eine kluge Idee, schon mal die Zauber zu aktivieren. So, ihr Missratenen. Was waren das? Blutrünstige diesmal, glaube ich. Aber der. Ja, komm schon, das hauen. Hey, Karamba. Der liebe Blutmagier ist mal wieder nicht von schlechten Eltern. Jetzt aber auch endlich Geschichte. Ja, Isabella bekommt gerade was ab. Schnapp dir mal lieber den Knecht da hinten. Ich frage mich, ob diese Magier die Kameraden hier in Gedanken kontrollieren oder ob sie freiwillig gegen uns kämpfen. Freiwillig würde ich es keinem raten. So, 300 Erfahrungspunkte. Ja, kann man mit leben. Wobei ich glaube, ich mittlerweile echt eine Menge brauche für ein einziges Level-Up.
So, da vorne würde es zu Isabellas Problem gehen, aber das muss noch warten. Oh, eine Kiste. Aber das gehen wir, sobald wir mit den Leuten hier fertig sind, auf jeden Fall an. Wir wollen ja nicht, dass sie stirbt. Es ist so leer in dieser Oberstadt. Ist doch nicht natürlich. Sag mir nicht, das war jetzt die einzige Gruppe, die noch gefehlt hat. Und deshalb müssen wir das Gebiet nochmal betreten. Denn allmählich bekomme ich das Gefühl. Na schön. Dann Gebiet verlassen. Dann gehen wir kurz ins Anwesen. Und wieder in die dunkle Stadt. Denn ich glaube, mit dieser Theorie lag ich gar nicht mal so daneben. Ah, das war Tag. Mist. Mist, Mist, Mist. Dass man nicht so einfach warten kann und in die Nacht springen, ist auch eigentlich schade. So, Isabella, Meryl und Anders. Und ich bin auch sehr heiß darauf, dieses Ambrosio zu finden. Ich glaube, so hieß es. Damit wir einen Trank herstellen können, der unsere Lebens... Nee, Quatsch, nicht Lebenspunkte. Magiepunkte. Auch nicht. Verdammt, was wollte ich denn sagen? Uns einfach ein Level-Up macht, so. Du brauchst jetzt keinen Todessog, du musst da weg. Nee, da einkerkern. Wir alle sind attackieren. So, Magier weg. Dann die anderen nur noch wegklatschen. Ein Abel und ein Ei. Ist da irgendwas Spezielles dabei? Nee. Ich wundere mich gerade über den geringen Schaden. Ui, was waren das? Ach, die Gedanken von ihr. Ja, die sind doch schon sehr hilfreich hin und wieder. Einmal eine Heilung bitte. Nein, zu spät. Ganz knapp zu spät. Oh. Warum wohl mit viel Schaden? Ein Magier ist im Hause. Dann wollen wir doch gleich mal einen Siegel der Lähmung draufhauen. So, und du, Knilch, nimmst mal einen Heiltrank. Ei, Karamba. Nein, ich hab's jetzt ersäbelt. Ja. Zu spät aufgefallen. So, wo ist der Magier? Der ist ganz abgehauen. Anders, bleib hier, nicht die Verfolgung aufnehmen. Was auch immer der da hinten sucht. Er wird nichts finden. Blutrose Straße, Wegbeschreibung zur Basis der Rotweber. Blut wird in diesen neuen Heimat... dieser neuen Heimstadt unsere Erlösung bringen. Die Oberstadt gehört uns, angefangen im Versteck. Seid dessen gewiss und erkennt, wohin ihr gehört. Adelas. Netter Name. Für eine Band. Die Adelas. Warum muss er jetzt da hinten sein? Dreckiger Knopf, du. So, meine liebe Isabelle, du darfst aufstehen. Ich brauch was zu trinken. Tut mir leid. Wo genau soll das sein? Ah, da drüben. Gut, auf rein mit uns. Ins Vergnügen. Wahrscheinlich werden es dann noch einige mehr sein. Also an wunderschönen Magiern. Ach, da freue ich mich immer so drauf. Verdächtiges Haus.
Aus die Maus. Einmal links, einmal rechts, nichts da. Das war genau falsch rum, glaube ich. So, Jackson Adelas Hall. Eigentlich wisst ihr genau, was los ist. Alle auf den Magier. Kurz mal weg mit dir, Isabella. Zap, zap. Und den Knecht hätten wir schon mal erledigt. Ich brauche eine Heilung. So, die Verstärkung kommt hinten bei unseren Freunden. Da machen wir doch mal mit. Und da kommen noch ein paar. Wunderbar. Kommt noch, die Party kann nicht groß genug werden. Oh, sind Magier dabei? Zumindest mal eine. Lass die Hübschen nach Möglichkeit am Leben. Ich glaub's ja nicht. Stille. Verdammt. Warum hat Stille hier nichts bewirkt? Schade, aber auch. Blutrote Straßen absolviert. Chaka. Und sonst gibt es da nichts zu nehmen. Alles klar. Dann gehen wir kurz ins Anwesen und ab zum Docks als nächstes. Unterstadt machen wir diesmal zum Schluss. Und wir nehmen natürlich den Weg über unsere liebe Heimat. So können sie alle regenerieren. Beziehungsweise, ja doch, ich weiß, warum ich sie mitnehmen. Wollte gerade sagen, ich könnte ja Beric oder Sebastian mal wieder mitnehmen.